Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken weiter SmackDown vs. Raw 2008 ECW Extreme Rules Match Tornado Tag. Hier werden wir auch wieder Batista nehmen, weil es natürlich auch ein bisschen schwerer sein wird für Ray wegen den Gegenständen und so, die man verwenden kann. Heute nehmen wir mal den. Und jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Zufalls-Action. Mark Henry und JTG. Da in den letzten zwei Folgen, beziehungsweise vielleicht auch schon mehr Folgen, die Zufallsmatches weggefallen sind, weil die Matches einfach mittlerweile länger dauern, dadurch, dass mehr Wrestler im Ring sind, beziehungsweise die Matcharten das eben auch so nur noch zulassen. Sonst würde das nachher wieder zu lang werden, dann würde das Video nachher wieder, was weiß ich, 20 Minuten gehen oder mehr. Und ich denke mir, ein Match reicht ja theoretisch auch. Es geht ja nur um die Matchart im Prinzip. Und umso mehr Wrestler nachher, umso länger dauert das Match auch automatisch. Jetzt haben wir ja im Prinzip 2 gegen 2. Und danach, ab nächster Folge, gibt es dann ein Triple Threat Match. Das sind dann 3, um die du dich kümmern musst, weil du dann 2 Gegner hast, die sich auch untereinander nochmal bekämpfen und sowas. Hier hast du ja im Prinzip meistens das 1 gegen 1, wenn ein Wrestler draußen ist vom jeweiligen Team. Beziehungsweise wenn dein Kollege sich um den anderen Kollegen kümmert, hast du ja auch nur ein 1 gegen 1. Beim Triple Threat hast du dann nachher im blödesten Fall, wenn beide auf dich sauer sind, auch 2 Gegner. Ich meine, hast du hier auch, wenn dein Partner aus dem Ring geworfen wird oder so. Aber bis jetzt hatten wir da ja immer relativ Glück. Ach so, das war natürlich ein bisschen dumm jetzt von mir, aber das werden wir nochmal korrigieren, den Fehler. Das ist natürlich Extreme Rules, da wäre es natürlich praktisch gewesen, wenn wir jetzt die Wrestler genommen hätten, die auch für diese Matchart geeignet gewesen wären. Sprich, ein Sandman, Jeff Hardy, aber das kann man ja später auch nochmal machen, im Triple Threat Match oder so, ich weiß gar nicht. Aber die Matchart gibt es noch öfter. Probieren wir es einfach erstmal mit denen, die wir jetzt ausgewählt haben. Denn ein Bautista kann bestimmt auch richtig schön mit dem Stuhl zuschlagen. Wenn er den trifft. So, komm mal her jetzt hier. Kriegst direkt mal ein Spine. Wow, direkt ausgecountert. Okay. Bam, weggespeert. Dann geht das Ganze nochmal von vorne los. Naja. Dafür werden wir ein paar schöne Gegenstände raussuchen. Wow, das war der falsche. Nochmal das Ganze mit dem Spinebuster oder wie sieht's hier aus? Oh, er kommt ja direkt wieder. Also JTG ist hier schon ganz schön eine Nervensäge, oder? Gib mal her hier so ein Ding. Komm. Weißt du, dass man das Ding auch irgendwie anzünden konnte? War das hier oder war das direkt im Inferno-Match? Irgendwo gab's. Oh, da hat er es mir gerade angezeigt. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, da hat er es mir angezeigt. Wow. Dreimal Spinebuster ausgekontert. TTG hat einen Lauf heute. Achso, das ist. Also, jetzt ist zu merken, dass wir die Reversal-Dinge hochgestellt haben. So, komm her. Ich will es direkt nochmal probieren. Gib mal das ganze Ding hierher. Und dann kann man das doch anzünden, ne? Ja, kann man trotzdem anzünden. Schöne Sache. Ich weiß gar nicht, ob es das Inferno-Match hier gibt. Das gab es auf jeden Fall irgendwo. Ich glaube, das war beim 2007er oder so. So, speichern wir den mal. Rampage. Habt ihr den Rampage-Film gesehen? Ich kannte das Spiel nicht. Oder ich kenne das Spiel immer noch nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe den Film mich lange Zeit davor gesträubt, aber dann habe ich gedacht, ja komm, ist The Rock dabei. Guck ihn dir mal an. Und so schlecht war der gar nicht. Der war ganz in Ordnung. Also ich habe andere Filme, die ich ein bisschen cooler finde. Gerade auch The Rock-Filme. Wenn ich da an Welcome to the Jungle denke oder Walking Tall oder was
weiß ich, in Fast and Furious oder so finde ich ihn auch ganz cool. Welcome to the Jungle, Welcome to the Jungle meinte ich nicht, ich meinte Jumanji. Obwohl Welcome to the Jungle auch geil ist. Okay. Okay, heute gibt's noch ein Match. Also das mit 5 Minuten ist zu wenig. Das sehe ich auch ein. Das ging ein bisschen schneller, das habe ich hier eben so nebenbei weggesnackt. Aber dann würde ich sagen, stellen wir den Schwierigkeitsgrad auch direkt hoch, wa? Machen wir einfach mal schnell. Also Welcome to the Jungle ist geil, Walking Tall ist geil, Jumanji ist geil. Gibt viele Sachen, die ganz cool sind von ihm, mit ihm. Okay. Dann stellen wir jetzt erstmal den Schwierigkeitsgrad hoch und machen direkt noch ein Match. Aber mit Zufallsleuten dann wieder. Komplett ausgewählt. Die Zufallsleute. So. Hoch damit. Dann hier auch noch hochstellen. Und dann gucken wir mal, wer uns zugelost wird. Hoffentlich ein paar gute. Wäre ja natürlich praktisch, wenn's auch so eine Hardcore-Leute wären, die für das Match geeignet sind. Also. Mick Foley. Ja. Kalito, okay. Ja, eher weniger. The Rock, okay. Und Sabu. Okay, Sabu ist auch einer von den Hardcore-Leuten, ne? Dann passt das schon irgendwie. Also es ist ein bisschen besser als hier vor beim Match. Ein bisschen passender. Gucken wir einfach mal, ob wir das nutzen können, beziehungsweise die Gegner das nutzen können. Wie gesagt, wenn die sich mit dem Stuhl dann schlagen, das können auch nur die mit dem Stuhl wappen. Wenn die sich schlagen, dann regenerieren die sich. Egal, ob sie denn noch im Gesicht bluten oder nicht. Die haben dann hinterher keinen roten Kopf mehr, sondern eben Orangen immer ein besser, ne? Wenn sie orange sind, haben sie dann gelben Kopf und wenn sie gelb sind, haben sie dann wieder weiß. So, ich versuche das jetzt mal ganz schnell hier alles direkt wieder zu beenden. Aber Mick Foley, den nehmen wir wahrscheinlich bei der Match Season auch zum ersten Mal, oder? Den habe ich, glaube ich, auch schon Ewigkeit nicht mehr gehabt. Also Mick Foley auch eigentlich ganz in Ordnung, der Typ, aber ist jetzt auch keiner von den von meinen Lieblingswrestlern. So, Mr. Kennedy. Vielleicht sollten wir den auch mal wieder nehmen. Den haben wir bestimmt auch schon lange nicht mehr gehabt. Okay, los. Aber es passt schon irgendwie mit The Rock als Gegner, obwohl die ja eigentlich eher verbündet waren, oder? Und Sabu, wie gesagt, den kenne ich ja so gut wie gar nicht. Oh. Hast du daneben geschlagen, Meister? Aber jetzt. Boom. Okay, das sieht schon ziemlich 80er, 90er Wrestling aus, wenn sie mit den Dingen auf den Kopf schlagen. Oh, den hat er gekonnt. Nee, ich komme auch mit Mick Foley nicht so ganz klar, muss ich sagen. Also der spielt sich so langsam, könnte man sagen. Komm mal her hier. Steh mal auf. Ah, hat er gekontert. Er geht schon so ab wie GGG vorhin. Wie das aussieht, ey. Nein. Oh, oh, jetzt werde ich hier verdroschen von zwei Mann, oder was? Kalito, du kannst mich doch nicht einfach hier hängen lassen. Was macht Kalito heutzutage überhaupt? Haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen, ne? Seine Homies hier, Primo und Epico, waren ab und zu nochmal zu sehen irgendwie. Aber sonst? Keine Ahnung. Er zündet das Ding auch an. Okay, das war natürlich ein bisschen doof. Aber geil auch. Ich schlage immer meine Verbündeten und dann haben wir sofort einen drin. Nein, den doch nicht. Ich krieg's nicht hin. Aua, shit. Wow. Speicher ihn doch. Wieso speichert er nicht? Okay, na gut. Jetzt hat er ihn gespeichert, gut.
Können wir direkt mal versuchen, ob das funktioniert mit dem... Wieso sind wir eigentlich schon rot? Was soll denn der Quatsch? Komm mal her hier. Wir brauchen einen Stuhl. So, dann machen wir den hier. Und dann müssen wir mal kurz gucken. Wow, wir sind sogar... Ey, das ist noch am geilsten, dass du irgendwelche Griffe oder sowas damit machen kannst. So, jetzt zeig mal seinen Finisher. Ja, okay, ist ein bisschen lame. Aber wir übernehmen hier die Szene, würde ich sagen. Hier, yeah. Bam. Das ist geil an den Matches. Aber wir zocken jetzt so lange, bis die KO geschlagen sind, oder? Oh Mann, das ist natürlich bitter für Kalito. Ich muss mal ganz schnell... Okay, den hat er hat es von alleine geklärt, das ist schon mal gut. Das ging tatsächlich ziemlich schnell, dass die hier rot geworden sind. Aber gut, man schlägt halt auch hauptsächlich auf den Kopf, ne? Da macht das schon nichts. Bluten wir jetzt alle? So, gucken wir uns den ganzen Spaß an. Boah, da kommt er da wieder. Nein, shit. Rein mit mir. Das ist okay. Ich würde ja aufstehen, aber... Das hat mich so fertig gemacht, dass er mich in den Ring geworfen hat. So. Wow. Okay. Hä? Ich wollte schon sagen, der dürfte doch nicht durchgehen. Wir haben noch nicht groß was mit ihm gemacht, oder? So, ich würde gerne mal hier wieder... Wow. Okay, da sind mir erstmal die Lichter ausgegangen, würde ich sagen. Wir sind wieder da. Warte, komm her. Aufheben und einsetzen. Aber es ist schon krass, wie schnell wir tatsächlich rot geworden sind. Das habe ich irgendwie langsamer in Erinnerung. Ich meine, okay, wir haben die ganzen Gegenstände abgekriegt, ist schon klar, aber trotzdem. So, komm her, The Rock. Komm nicht zu ihm hin. Ich habe auch die falsche Sicht drin. Wow. Wow, ich bin da auch gegengelaufen, oder was? Das ist dein Ernst? Ich lieg direkt wieder tot. Nein, ich kann nichts machen. Wow. Fail. Okay, dann wisst ihr ja Bescheid, ne? Rematch. Allerdings nicht jetzt. Das werden wir dann in einem nächsten Part machen, würde ich sagen. Also das war schon ziemlich lame. Dass wir das Ding jetzt hier noch verloren haben. Aber wisst ihr was? Scheiß drauf, wir machen direkt ein Rematch. Was soll es sein? Wir haben in letzter Zeit immer nur Einzelmatches gehabt, denn haben wir jetzt hier mal wieder ein Part, wo wir drei Matches durchballern. Los. Rematch. Ich wüsste nämlich nicht, wann ich das sonst machen sollte, also machen wir es direkt. Kommt direkt hinterher. Ist sowieso die letzte Aufnahme für heute. Den können wir nochmal ein Match hinten ranhängen. Das kann ich nämlich so nicht auf mir sitzen lassen, also das geht gar nicht. Wir waren streckenweise eindeutig besser und werden direkt wieder ausgekontert. Ich stelle den Schwierigkeitsgrad hoch und kriege direkt so hart auf die Fresse, dass wir gar nicht mehr klarkommen hier. Wow, das ist natürlich ein bisschen nervig. So, zeig her, dann machen wir das auch, weil es so schön nervig ist. Warte mal, ich würde ganz gerne, ja, gib mir mal den, ich mag den irgendwie, obwohl der auch sehr leicht kaputt zu machen geht. Jetzt hat jeder sich einen Gegenstand geholt, so. Und auch noch jeder einen anderen. Dann haben wir das ja jetzt geklärt. So, immer schön rauf da. Direkt anzünden. Boom. So, nochmal auf ihn raufjumpen. Wow. War irgendwo klar. Ja, denn, wo wir schon mal außerhalb des Rings sind, direkt nochmal ein Gegenstand. Dieses Mal nehmen wir so ein... Ist das ein Kendo-Stick oder wie heißen die Dinger? Billardkühl. Nee, der eine war leider nicht
mein Gegner, sondern mein eigener Typ. Ich würde ja jetzt gerne hier mal... Ja, den soll der schon die ganze Zeit machen. Ist direkt rot. Kommt direkt der Pin hinterher. Und ist sogar durchgegangen. Auf einmal geht's so schnell, weißt du? Pinfall. Den mit der Socke sollte er vorhin die ganze Zeit schon machen. Da hat er mich immer wieder ausgekontert. Aber gut. Hat geklappt. Kalito und Mick Foley haben das Ding denn doch nochmal gewonnen. Ich würde an dieser Stelle wieder beenden und dann hoffe ich, seid ihr beim Triple Threat Match auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.